Am Samstag beginnt die Rückrunde für Borussia Dortmund auch wieder. Gegen den FC Augsburg sollen 3 Punkte her. Stück für Stück möchte die Mannschaft von Lucien Favre der deutschen Meisterschaft ein Stück näher kommen. Und was denken die Fans eigentlich über Neuzugang Erling Haaland? Kann er die gewünschte Soforthilfe für den BVB darstellen? Das auserkorene Ziel deutsche Meisterschaft von Borussia Dortmund. Für wie realistisch halten Sie es noch in der Rückrunde? Ja, wenn Sie das normalerweise müssen, das noch schaffen. Ja, also ist doch alles drin, dass Sie das gewinnen. Doch. Also, dass die deutsche Meisterschaft. Es ist natürlich schwer, aber es würde gehen. Ja. Also ich habe volles Vertrauen in den Herrn Lucien Favre. Ich war bei der Mitgliederversammlung und ich bin fest überzeugt, die 7 Punkte kann man nacholen. 99%. Und was macht Sie da so sicher? Die gute Mannschaft, die im Augenblick aufgestellt ist, den guten Trainer und ja, alles mit allem drum und dran, die guten Zuschauer, die anspornen, mehr kann man doch nicht haben. Eigentlich ein bisschen unrealistisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, die Leipziger, die haben Lauf und die wird dann natürlich ihre Chance dann auch, dass sie den Platz 1 behalten können und ich denke mal, die werden auf alle Fälle oben sein. Der Realismus ist auf jeden Fall da. Das ist, ja, ist ziemlich eng oben, also es kann alles passieren. Fußball ist, ja, wie sagt man das? Fußball ist einfach unberechenbar, es kann einfach alles passieren. Wenn er sich bemüht, doch wir sollen die Hoffnung nie aufgeben. Und warum? Was macht Sie da so sicher? Ich denke, Sie haben da einen neuen geholt. Und zwar Erling Haaland, ja. Und wollen wir mal gucken, vielleicht haben die ein gutes Händchen. Also persönlich kenne ich ihn noch nicht. Ich werde mich überzeugen, wenn er die ersten Spiele jetzt geleistet hat. Dann wird man wahrscheinlich sehen, ob er wirklich der Mann für Dortmund ist oder ob man sich verkauft hat. Super. Aber es kann eigentlich nur besser werden. Also von daher glaube ich, der Sturm, der hat wirklich Bedarf und ich glaube, das ist schon ein guter Mann. Der wird uns schon zumindest ein Stück weit weiterbringen. Er muss auch, ihm muss auch Zeit gegeben werden, so wie damals war das mit Lewandowski oder mit Smolarek oder mit Jakub Błaszczykowski und so weiter. Ich bin noch geprägt mit dem polnischen Spieler, weil ich da groß geworden bin. Und ich denke schon, das ist eine kluge Entscheidung, den Mann zu verpflichten. Mit Ausstiegsklausel natürlich 2022 und nicht so früher, wie er sich das gewünscht hat. Ah, der ist sehr, sehr jung, aber der kann schon die Mannschaft helfen. Der ist super talentierter Junge. Der weiß, was er machen muss. Und ja, den haben wir auch gesehen, wie er schnell Tor schießen kann. In der Champions League auch, in der Österreich. Der kann schon auf jeden Fall die Mannschaft helfen. Ja, ist ein guter Spieler. Ich denke mal, der passt in die Mannschaft.